Leute, wir sind im Stadion. Ich bin jetzt hier in die Halle reingegangen. Ist alles sehr easy, was die Security betrifft. Von den Sitzen her, was ich so zähle, ich glaube, es sind ca. 750 Stühle hier. Das heißt, es ist eine mittelgroße Halle. Und der Ring, der ist hier fix. Also das ist hier ganz normal. Es ist Mittwochabend, wäre für Österreich relativ untypisch, dort eine Veranstaltung zu machen. Aber hier ist es ganz normal. Direkt nebeneinander, das heißt, es gibt nur einen Ein- und Ausgang für beide. Das heißt, beim Rausmarschieren trifft man schon aufeinander. Hier ist alles auf Thai-Boxen ausgelegt, hier gibt es auch keine anderen Veranstaltungen. Kein Boxen, kein Ringen oder was auch immer, kein MMA. Es ist alles auf Full Muay Thai ausgelegt. Die gesamte Halle ist gebrandet in Max Muay Thai, also das ist wirklich wie bei der UFC, es gibt nur das eine. Aktivierungsübungen. Wir machen dann gleich noch ein bisschen Plyometrie. Wir haben nicht viel Zeit, noch ein paar Minuten dafür. Sehr untypisch hier. Also die Leute belächeln das ein wenig hier. So, wir sind mit den Aktivierungsübungen fertig. Die Leute haben uns ziemlich komisch angesehen, weil das ist einfach nicht normal. Solche Fitness-Aktivierungsübungen. Und hier wird normalerweise nur bandagiert, eingeölt und dann geht's schon los. Alles ein bisschen hektisch und ich glaube, es passiert jetzt alles früher als gedacht. Ich glaube, wir sind relativ vorausschaut dran. Die ersten gehen schon raus. Ja, so läuft es.
10 schöne Tage gehen zu Ende. 10 schöne Tage, wo ich von einer Kamera verfolgt wurde. Ich nie ich selbst sein konnte. Ich musste mich immer verstellen. Ich musste immer der Welt zeigen, dass ich ein cooler Typ bin. Ich musste meine Sprache verändern. Ich konnte nicht so sprechen, wie mir der Mund gewachsen ist. Ich versuche, Käst zu wirken und tough und stark. Kein Privatleben. Das bin ich nicht. Boah, Alter, du hast die Macht. Das ist wahrscheinlich, weil du Max Muay Thai Fighter bist. Was soll sonst sein? Hat man als Max Muay Thai Fighter eigentlich irgendwelche Privilegien hier? Alle Privilegien. Du kannst das ganze Material nicht verwenden, oder? Warum nicht? Ich kann machen, was ich will, Alter. Ich bin Max Muay Thai Fighter Coach. Eine Zeitperiode meines Lebens geht zu Ende. Richard, der Kameramann Staudner, verlässt mich heute. Er geht mit seiner Freundin in einen Dschungelurlaub und lässt mich alleine zurück hier in Thailand. Chiang Mai, San Kam Peng. So geht er mit seinen Athleten um. Wir sind in Pattaya. Zuerst betreut er sie perfekt und spitzenmäßig und dann lässt er sie fallen wie ein Stück Obst, nur wegen seiner Freundin. Schöne Grüße, Laura. Mein Name ist Johann Meyer. Es ist der 15. August. Wir fliegen gerade nach Chiang Mai. Die Maschine droht abzustürzen.
Ja, sind in ziemlich starken Turbulenzen. Ich glaube, es ist nur, weil der Richard sein Handy nicht auf Flugmodus gegeben hat. Also wenn ihr diese Nachricht kriegt. Richard Stautner ist schuld. Richard Stautner ist schuld, dass ich tot bin. Entschuldige bitte, bist du dieser krasse Ex-Muay Thai Fighter? Ja, da haben sie richtig gesehen, der bin ich. Ich möchte dich viel größer vorstellen, ehrlich gesagt. Tschüss Richard, einen schönen Urlaub, gell? Danke für alles. Liebe dich.